Herzlich willkommen. Wir sind hier in der Firma Stemco und stellen euch den Beruf Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk vor. Herzlich willkommen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Jens Schilling. Ich bin bei der Firma Stemco Produktionsleiter und bin für die Ausbildung zuständig. Wie sieht es heute und in der Zukunft mit diesem Beruf aus? Sieht sehr gut aus für den Beruf in der Zukunft, weil es sind immer Güter, die immer gebraucht werden für Industrie und Wirtschaft. Was stellt man allgemein in diesem Beruf her? Wir stellen Kunststoffteile her für Industrie, Wirtschaft und den privaten sozialen Bereich. Welche Fähigkeiten braucht man, um diesen Beruf zu erlernen? Man sollte eine gute technische Auffassungsgabe haben, gerade in den Fächern wie Mathematik, Physik und Chemie sollte man mindestens eine 3 haben, in Realschule und Hauptschule mindestens eine 2. Wie läuft das Ausbildungsverfahren in Ihrer Firma ab? Die Ausbildung ist 3 Jahre in der Firma und in der Berufsschule im Blockunterricht, 14 Tage immer Schule und dann wieder Firma. Mein Name ist Tabea Strini und ich habe jetzt mal ein paar Fragen an eine ausgelernte Fachkraft. Wie heißen Sie? Ich heiße Stefanie Höhner. Erlernt man den Beruf nur in einer Firma oder auch in Schulen? Das ist ein duales Ausbildungssystem. Man ist 2 Wochen in der Berufsschule und 6 Wochen in dem Betrieb. Okay. Was gefällt Ihnen am besten an diesem Beruf? Er ist abwechslungsreich. Vielen Dank, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ein kleines Dankeschön, Dankeschön dafür noch. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was über den Beruf des Verfahrensmechaniker bei uns kennenlernen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.